Erwartungen sind, dass ich einiges Innovatives sehe, alles was so passiert an den Instituten und auch im Lakeside Park, dass ich neuere Erkenntnisse sehe, neue Forschungsgebiete und sehe auch, was hier in Kärnten geforscht wird. Einige verschiedene Verschlüsselungstechniken vorbereitet, die man dann knacken kann eben bei uns. Es ist auch für Kinder geeignet, weil gerade die CSA-Verschlüsselung ist relativ einfach und einfach zu erklären und man sieht dann auch recht schnell Erfolge. Wir haben jetzt also zu einem Smartphone einen Projektor gekoppelt. Das hilft sozusagen Gruppen, wenn sie gemeinsam medialen Content genießen wollen, den Content anzusehen. Und das Interessante an der Technologie, die dahinter steckt, ist, dass wir eine neue Interaktionstechnik mit vorstellen. Das nennt sich Peephole Pointing. In Peephole Pointing funktioniert, wie Sie schon gesagt haben, wie eine Taschenlampe. Der Projektor ist quasi eine Taschenlampe in eine virtuelle Welt. Das heißt, mit dem Projektor können Sie, egal wo Sie hinleuchten, immer neue virtuelle Gegenstände entdecken. Oder wenn Sie einen Desktop sich vorstellen von einem herkömmlichen PC, dann können Sie einen überdimensionalen großen Desktop plötzlich mit diesem Projektor sichtbar machen. Bei OnGuard geht es im Prinzip darum, den Schülern und den Studenten die Freude am Lernen wiederzubringen, indem man sie gegeneinander auf einer Plattform antreten lässt, wo es nur darum geht, dass man Spaß hat. In verschiedenen Wissensgebieten wie Geografie, Informatik, Geschichte, Physik. Im Turnier nehmen die Leute teil, die auch schon sich zuerst gegeneinander direkt angetreten sind und versuchen, Fragen über die lange Nacht der Forschung zu beantworten und können dort eine Kleinigkeit dann auch gewinnen. Sicher geht es darum, dass man eine Stadt plant, in der der Verkehr minimiert wird. Also wir haben hier 8 Grundstücke und 8 Gebäude und diese Gebäude sollen eben so angeordnet werden, dass der Verkehr in der Stadt minimiert wird. Also das heißt, Gebäude, zwischen denen es sehr viel Verkehr gibt, die sollen eben möglichst nahe beieinander sein. Und wir haben da 4 unterschiedliche Schwierigkeitsgrade, also eine Version für Kinder, dann auch leicht, mittel und schwer. Die Leute versuchen das dann und das wird dann mittels Computer ausgewertet und die erfahren dann die wie viel beste Stadt sie von 40.320 möglichen eben geplant haben. Das bedeutet, dass jeder Mensch im täglichen Leben etwas vergisst, ob es jetzt darum geht, wie ein technisches Gerät funktioniert oder wohin man eigentlich wollt, wenn man einen Raum betritt und dann nicht mehr genau weiß, welche Handlung oder welche Aktion man als nächstes machen wollt. Und genau dafür haben wir ein technisches System entwickelt, wo man einen ersten Prototypen hier bei uns testen kann. Bei diesem Prototyp geht es darum, dass man Schritt für Schritt die Handlungen, und zwar so, wie man sie selbst vorher durchgeführt hat, wieder zurückbekommt. Also wenn man zum Beispiel eine Kaffeemaschine bedient, das ist das Beispiel, das wir jetzt bei der Lange Nacht der Forschung haben, führt man diese Handlungen durch und hier bei unserer Station kann man es dann Schritt für Schritt sich an einem mobilen Endgerät anzeigen lassen und bekommt die ganzen Sachen erklärt und vorgelesen, zum Beispiel, wenn man das wünscht. Oder unsere Forschung geht in Richtung Unterstützung von Einfamilienhäusern, zum Beispiel um Energie zu sparen. Für diese Steuerung ist notwendig, dass man Internettechnologie verwendet und die kann einen weiteren Zweck erfüllen oder einen Nutzen erfüllen. Ich kenne leider Gottes so Zeitungsnachrichten, wie jemand ist gestürzt und 4 Tage lang ist niemand draufgekommen. Das könnte man mit so einem System verhindern, indem man über Internettechnologie einen Angehörigen informiert, dass irgendwas nicht in Ordnung ist, dass bestimmte Dinge nicht passiert. Wir nutzen einfach die Technik, die wir haben und wir nutzen einfach vor allem sehr viele Dinge, die wir von der Natur gelernt haben. Zum Beispiel Ultraschallsensoren, die wir von der Natur der Fledermäuse gelernt haben, wie man eben da uns im Raum orientieren können. Wir nutzen auch, was jeder Mensch hat, Augen, nur halt unsere digitalen mechanischen Augen, sprich Kameras, um eben Informationen herauszukriegen, wo ist jetzt ein Mensch, wo ist jetzt ein Tier, wo ist ein Objekt, das wir vermeiden wollen, all diese Dinge.
wir nehmen uns ein Vorbild an biologischen Ameisen, wie die Futter suchen, und nehmen diesen Algorithmus und setzen ihn in technischen Lösungen um. Wobei wir uns da gegenüber den biologischen schon ein großes Stück herausnehmen. Also wir nehmen nur die Grundprinzipien und bauen dann daraus unsere technischen Lösungen, die eben zum Beispiel für das Routen von Paketen im Internet funktionieren oder für die Organisation von Autos im Straßenverkehr. Wir wollen in einem Nationalpark bzw. in Umgebungen mit keiner Infrastruktur ein Sensornetzwerk aufstellen können, das autonom Audio-Videodaten aufzeichnet und verarbeitet und daraus bestimmte Ereignisse erkennt, zum Beispiel Bewegungsmuster von Besuchern, Besucherinnen im Nationalpark erkennen kann, dass der Nationalpark dann damit zum Beispiel die Schilderplatzierung optimieren kann. Wir wollen natürlich auch andere Ereignisse wie Wildtiere, wie Wilderer, solche Dinge erkennen können. Und das Problem, das man in so einem System hat, ist, im Nationalpark und in so ähnlichen Umgebungen hat man keine Infrastruktur. Das heißt, wir haben keine Stromversorgung, wir haben kein Netzwerk und wir müssen uns darum kümmern in diesem Projekt, dass wir den Energieverbrauch optimieren, aber gleichzeitig die Leistung dieses Netzwerks erhalten können. Das heißt, wir müssen Hardware verwenden, die weniger Energie verbraucht, die wir von Solar- und Windkraft betreiben können und von Batterien betreiben können. Wir müssen aber gleichzeitig auch darauf achten, dass die Kameras und Mikrofone da drinnen die richtigen Arbeiten erledigen, die richtigen Aufgaben erledigen und sich auch untereinander zu koordinieren, um den Energieverbrauch zu senken. Ich finde, es ist sehr lustig und interessant, da man viele Sachen selber ausprobieren kann und es ist viel Neues zum Entdecken, und ich empfehle halt jeden, dass er da mal hergeht und schaut.